Jedenfalls war Al-Hajjaj ibn Yusuf im Hijaz stellvertretend und im Irak dann später für den Khalifa. Und Al-Hajjaj war bekannt für seine Gewalttätigkeit und für sein Blutvergießen. Also es war ein Tyrann und einer der größten Tyrannen, die die islamische Geschichte erlebt hat. Und davon, von seinem Leid waren auch einige der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam betroffen. Jedenfalls, sie gehen jetzt zu dieser Person und andere gehen zu Anas ibn Malik und beschweren sich und beklagen sich über Al-Hajjaj. Und daraufhin sagt Anas, isbiru, habt Geduld. Und dann sagt er, und das ist der entscheidende Punkt, warum er das hier anführt, diesen Hadith, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ. Denn es wird keine Zeit kommen, es kommt keine Zeit, außer dass die, die folgt, schlimmer ist als die, die ihr vorausging. Tamam? Was will er damit sagen? Das ist das, was ich am Anfang erwähnt hatte. Er will, deswegen sagt er, isbiru, habt Geduld. Yani, handelt euren Umständen entsprechend und wartet nicht darauf, dass sich diese Umstände ändern. Das heißt, wartet nicht mit euren Vorhaben, mit euren Initiativen und mit euren, ich sag mal, Projekten darauf, dass sich hier etwas ändert. Arbeitet euren Umständen entsprechend, denn es wird nicht unbedingt leichter werden. Es wird nicht leichter werden. Das heißt, im Moment ist es leichter als morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Das will er damit sagen. Oder das, unter anderem kann man das verstehen daraus. Nun stellt sich aber eine Frage, die diesen Hadith hier betrifft. Wie kann es sein, dass Anas ibn Malik hier sagt, die Zeit, die folgt, ist schlimmer als die, die vorbeigeht, oder die aktuelle Zeit. Und wir wissen, nach Al-Hajjaj kam die Phase von Umar ibn Abdul Aziz. Schon mal was von ihm gehört? Man sagt zu ihm, man sagt der Fünfte, aber in der Realität gab es zwischen ihm und dem vierten Khalifa des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Menge Könige. Aber man nennt ihn den fünften Khalifa einfach aus dem Grund, weil er in seiner Führerschaft sehr ähnlich war zu den rechtgeleiteten Khulafa. Tamam? Seine Gerechtigkeit und auch in seiner Religiosität. Wie kann man das dann vereinen? Ja, also einerseits heißt es, die Zeit, die folgt, wird schlimmer sein. Auf der anderen Seite kommt später, nach dem Al-Hajjaj ibn Yusuf, nach einigen Jahren kommt Umar ibn Abdul Aziz. Die andere Sache ist, oder beziehungsweise die Ahlul Ilm haben hier zwei Positionen in Bezug auf die Erklärung dieses Hadith. Nummer eins, sie sagen, das bezieht sich auf das Kollektivum, also ganzheitlich betrachtet. Wie wenn wir zum Beispiel sagen, die ersten drei Generationen sind vorzüglicher als die späteren. Das bedeutet aber nicht, dass es unter den späteren nicht einzelne Individuen geben kann, die besser sind als einzelne Individuen in den ersten drei Generationen. Tamam? Auslegung dieses Hadith, manche sagten davon, damit ist die Zeit oder der Zeitabschnitt immer gemeint, ungeachtet von einzelnen Individuen. Denn wir haben ja zum Beispiel in der Zeit von Al-Hajjaj haben wir viele Sahaba noch, die jüngeren Sahaba. Ne? Und die Zeit von Umar ibn Abdul Aziz, da waren sie ausgestorben. Daher sagen wir, die Zeit der jüngeren Sahaba, in der sie noch da sind, anwesend sind, ist besser als die Zeit von Umar ibn Abdul Aziz.
selbst wenn es für eine kurze Zeit besser geworden ist für die Muslime, weil er hat nicht lange gelebt, er wurde auch sehr wahrscheinlich von den Umayyaden selbst umgebracht. Auf jeden Fall, ja, so kann man das verstehen. Das ist dann, also der Hadith sagt einfach, die Zeit, wie Al-Shafi'i sagte, Rahimahullah, Al-Shafi'i sagte, ich habe eine Sache von den Sufis profitiert. Mit den Sufi ist nicht gemeint Sufi im Sinne der, ja, im Sinne von Glaubenseinstellungen. Der Begriff Sufi wurde damals einfach verwendet für eine besondere Lebensart, eine enthaltsame Lebensart, eine gottgefällige Lebensart. Den nannte man Sufi. Er sagt, ich habe von ihnen eine Sache profitiert. Oder ja, er sagte, sie sagen, es al-waqtu sayfun, al-zaman sayf, fa'in lam taqta'hu qata'ak. Die Zeit ist wie ein Schwert. Die Zeit ist wie ein Schwert, wenn du es nicht, wenn du dieses Schwert nicht zerschneidest oder zerbrichst, wird es dich zerschneiden. Damit ist einfach gesagt, yani, diese Zeit, die Zeit wird dich töten und dir entgehen ohne jeglichen Nutzen, wenn du nicht mit ihr läufst, wenn du nicht auf ihrer, wenn du sie nicht auf deiner Seite hast. Ja.